Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem Kanal Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier auf dem Kanal Blindverkostung und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für diesen Whisky zu zahlen? So what? Das ist das Einfachste, was man machen kann für eine Bewertung. Aber ich weiß nicht, was ich hier habe und das ist das Schöne bei meinem Kanal. Blind. Ich kenne zwar meine Range, die beträgt ungefähr 70, ja, es sind 90 offene Flaschen, 70 hier in den Kästen. Und eins von den 70 werde ich jetzt hier aussuchen. Und das ist die Nummer 39. So, 35, 36, 37, 38, 39. Aber ich weiß nicht, was hier drin ist. Und das ist das Entscheidende. So, dann wollen wir das hier mal einschenken. So, übrigens diese schwarzen Kappen hier drum, die verhindern ja, dahinter ist eine Zahl, was ich hier eigentlich habe. Und jetzt zeige ich euch mal so eine Kappe, wie sie eigentlich so aussieht. Das habe ich hier selbst produziert sozusagen. Und da kommt die Flasche dann rein und dann ist sie versteckt. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir denn hier im Glas haben. Erinnert mich direkt an so einen Sherry, schottischen Highland, na Highland Whisky. So klassisch, ja. Mit leichten Tabaknoten dabei. Ja, der Sherry, der kommt da gut durch. Ja, also durchaus ein Whisky, wo man sagen würde, da gibt es bestimmt viele Fans für, die sagen, leckerer Whisky. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich, wie lange ich den Edradour, der Edradour wäre zum Beispiel so ein Kandidat, aber ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder drin wäre. Oh. Kommt rein, direkt präsent, süße Frucht, diese getrockneten Früchte, aber super präsent. Dann kam er, wälzte sich regelrecht über die Zunge. Kam ein leicht tabakmäßiger, also Geschmack, den ich also auch vorher im Glas hatte, voll rein. Abgang, man merkt diesen süßlichen Tabakgeschmack. Also eigentlich ist es getrocknete Waldfrüchte, ja, die riechen genauso übrigens. Und schmecken auch so. Also das ist ein verdammt guter Whisky. Wow. Hat viele Transitions. Also war jetzt völlig, also ich habe direkt, ging dem in meinem Kopf durch und ich sage, boah, super. Also richtig lecker. Jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Oh. Lecker zwar, aber... Uiuiui. Er hat... Ja, man merkt das Holz durch. Ich weiß gar nicht, was es ist. Boah, der ist richtig gut. Ich jetzt auf eine Distillerie zu tippen, das tut einem echt weh. Also der ist schon toll. Vielleicht ist es wirklich der Blair Atoll. Also alkoholmäßig ist er super eingebunden.
prickelt nur ganz leicht in der Nase. Sorry, Leute, aber ich war ganz knapp davor, dass ich da ein Problem hatte. €55. Ja, €60. Mach top. Ich mach top. Super lecker. Einfach klasse. Jetzt kommt eine dunkle, zartbitter Schokolade Top Premium raus. Im Abgang. Oh, lecker. 60 € Schotte. Ah, Alter, vielleicht 12 Jahre. Könnte auch älter sein, aber. Ein wirklich, wirklich gutes Produkt. Also. Oder ein Ben Rommach? 10 Jahre? Keine Ahnung. Naja, war schon im Fass. Echt gut drin. Ich sage mal, 60 € wäre ich bereit, für diesen Whisky zu zahlen. Es ist ein verdammt leckerer Whisky. Er hat viele Komponenten. Ich war gerade kurz am Stocken, weil, was soll ich jetzt sagen bei so vielen Gedanken? So soll für mich ein Schotte sein, sage ich jetzt mal so. Ein richtig guter Schotte, der muss, wenn er das hat, dann sage ich, ja, was will ich mehr? Ja, die Transition. Ich könnte jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde ein Whisky-Video darüber machen. Mache ich aber nicht, sondern ich habe einen Preis gesagt von 60 €. Ich glaube, es ist ein Schotte, ein irgendwas mit Sherry natürlich zu tun hat. Und was soll ich noch dazu sagen? Ja, ich sag mal, weil jetzt hier steht, Blair Atoll, tippe ich jetzt mal. Denn der war ungefähr die gleiche Liga. Und diese Liga könnte der auch sein. Also der hier, ne? So, und dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Und das Interessante ist schon mal, er ist relativ hell. Und es ist die Nummer 42. Hell und 42. Eine interessante Kombination. 42. Hitchhiker's High School Galaxy, ne? Die Antwort ist 42. Nur die Frage wissen wir noch nicht. So, Spring Bang Car Strengths. 12 Jahre, €60. Ich habe gar kein Alkoholgehalt gesagt. Ah, doch, ich habe gesagt, der ist gut eingebunden. Jo. Springbank, da habe ich ihn stehen. Deswegen mache ich hier einen kleinen Ausflug. Ja, da ist er. Ist dieser bordeauxfarbene Sache. Ich habe den gestern noch im Glas gehabt und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Aber ich glaube, ich habe ihn auch im Glas gehabt. Da hatte ich schon mehr als einen kleinen Whisky drin. Gestern war so ein Treffen gewesen und da hatte ich dann unter anderem den genommen, weil ich gedacht habe, jetzt brauche ich einen Whisky, der ein bisschen kräftiger ist, weil die anderen waren auch schon so toll gewesen. Da brauchte ich noch mal einen, der, wo ich wusste, der hat Punch, ja. Und 60 €, ich habe 60 € gesagt. Kaufbarer Whisky, will es kaum glauben, ja. Was sagt denn hier die Tasting Notes? Kiefernadeln, Karamellbonbons, Vollkornkekse, Heidekraut und Honig. Oh. Das sage ich ganz ehrlich. Ja, das habe ich nicht so ganz getroffen. Ne? Also Kiefernadeln, also es ist schon sehr strange, diese Tasting Notes hier. Die kommen übrigens nicht von mir, sondern entweder sind es offiziell oder ich habe sie aus
ich sag mal, halboffiziellen Quellen, wo ich dann denke, die sind auch ein bisschen zuverlässig. Geschmackreich und malzig mit Milchschokolade, Honig, Creme Brûlée und Karamellgebäck, maritimen Noten und Eiche folgen. Abgang mittellang mit Zitrus und Ingwer. Fast Typ Sherry und Bourbonfässer. Was habe ich schon gesagt? Sherry natürlich, ne? Ja, gut. Springbank. Der 12-Jährige wurde fast stark in den verschiedenen Batches abgefüllt. Die Abfüllung wurde zu je 50% aus Sherry und Bourbonfässern zusammengestellt. Ja, Springbank, 12 Jahre. Übrigens ist das eine Flasche, die mir jemand empfohlen hatte. Als ich noch einen jungen Kanal hatte, hat er gesagt, den musst du mal probieren. Und dann habe ich ihn auch gekauft. Und siehe da, ich habe ihn wirklich schätzen und lieben gelernt. Ich wäre, glaube ich, wirklich traurig, wenn er dann leer wird, die Flasche. Aber dafür gibt es ganz viele andere Flaschen, die es noch zu kaufen und zu trinken gibt. Und es gibt nicht nur Springbank 12 Jahre. Aber ich empfehle diesen Whisky für ein Preis-Leistungs-Verhältnis her. Passt da richtig. Er ist also nicht überteuert und ich finde ihn wirklich lecker. Also auch meine persönliche Meinung dazu ist positiv. Ja, Springbank 12 Jahre. Was soll ich denn jetzt als Frage stellen für heute? Keine Frage. Doch, ich stelle eine Frage. Ich frage ganz einfach bei 60 € Whiskys. Welche 60 € Whiskys kennt ihr, wo ihr sagt, die wären eigentlich 100 € wert? Und die kann man heute noch so kaufen für 60 €. Ich weiß, das ist eine schwere Frage, vielleicht wird auch keine antworten, aber wenn ihr einen Tipp habt, ja, kann auch 90 € sein, ist auch okay. Oder 80. Dann ist das völlig okay und freue mich dann, wenn ihr dann eine Rückmeldung gibt. Bis dann, tschüss.